Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Smaragd Nuzlocke. Im letzten Part haben wir ein paar Trainer besiegt und haben auch ein neues Teammitglied im Team, nämlich Glutexo. Ich habe Glumanda schon zu Glutexo entwickelt und es kann Flammenwurf, Surfer, Grimasse, Rauchwolke. Das Geile an Glumanda war, wie wir es gefangen haben, dass es gleich Flammenwurf konnte, was ich eigentlich sehr gut fand. So, jetzt geht es aber nun weiter. Wie man hier sieht, die Typenvielfalt in unserem Team ist jetzt nicht wirklich vorhanden. Wir haben zwei Wasser-Pokémon, zwei Feuer-Pokémon, ein Psycho-Normal-Pokémon und ein Normal-Pokémon. Aber man muss sagen, die Pokémon, die wir bisher haben, die sind nicht wirklich sehr gut. Das sind die sechs besten Pokémon, die momentan ins Team passen. Wir hätten zum Beispiel Nato im Team, aber dieses Pokémon lernt keinen Attack und deshalb können wir es nicht wirklich gut benutzen. Und die anderen Pokémon, ja, die meisten sind Wasser-Pokémon, was komisch ist, aber nun gut. Wir haben zum Beispiel ein Seejung auf der Box, aber das ist vollkommen verkraftbar. So, und in diesem Part werden wir natürlich wieder ein paar Wassertrainer besiegen. Ich hoffe, dass wir alle Trainer auf dieser Route besiegen können, generell auf dieser Wasserroute bis zur Graphitpassette. Es wäre wirklich gut, wenn wir alle besiegen könnten, dass wir im nächsten Part schon zu der sechsten Arena gehen könnten, denn dort können wir neue Pokémon fangen, sogar zwei oder drei neue Pokémon. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Neue Pokémon sind immer schön und ein Elektro-Pokémon vielleicht für die Flugarena wäre auch gut, denn die nächste Arena hat Pokémon vom Typ Flug, zum Beispiel ihr Ace, wovor ich eigentlich auch schon Angst habe, das ist Altaria zum Beispiel. Man muss sagen, Altaria hat keine hohe Angriffskraft, eher in der Defensive ist es besser gewappnet, aber es kann Drachentanz. Damit boostet es die Initiative und den Angriff. Aber es geht noch schlimmer. Es kann Erdbeben. Und vor Erdbeben muss man schon Angst haben. Na klar, Erdbeben treffen unsere Normal-Pokémon, wenn wir sagen würden. Wir hätten Normal-Pokémon, aber wir haben keine Normal-Pokémon. Ich werde vielleicht zur sechsten Arena Seejung ins Team nehmen, denn eine Eisattacke trifft Altaria vierfach effektiver und deshalb würde sich Seejung sogar auszahlen und es trifft mit den Eisattacken auch Altaria und die anderen Flugpokémon auch so sehr effektiv. So, okay, wir besiegen als erstes alle Wasserdrähne und dann gehen wir jetzt in das Schiff rein. Ich denke, so werden wir es machen. Ja, wie gesagt, im letzten Part haben wir darüber geredet, generell über die Region, also über die Höhenregion, dass sie zu viel Wasser hat. Mich stört es wie gesagt nicht, aber darüber haben wir schon im letzten Part geredet und nicht in diesem Part. Und ja, in diesem Part, denke ich, sollten wir über ein neues Thema reden. Und ja, ich denke mir, wir haben schon über die Höhenregion an sich geredet und da denke ich, können wir auch gleich uns über die Pokémon unterhalten, die es in der dritten Generation gab. Denn wirklich, wir kämpfen nur gegen Tränen und ich denke, das Thema sollten wir irgendwie anheizen, irgendein Thema sollten wir bereden und ja, ich denke, das ist ein gutes Thema und fangen wir gleich an. Also, ja, die Pokémon. Wenn man an die dritte Generation denkt, denken zuerst natürlich an die Starter. Und ich denke, es ist eigentlich auch offensichtlich, dass der beliebteste Starter Sumpex ist. Ich habe so das Gefühl immer, dass der beliebteste Starter Sumpex ist, einfach weil es den Bodentypen hat und somit können es nur Pflanzattacken sehr effektiv treffen, sogar aber dafür vierfach, muss man auch sagen. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, dass die meisten Sumpex bevorzugen gegenüber Logok und Gewaltro.
Bei mir ist es aber nicht so. Ich bin ein großer Gewaltro-Fan. Ich bevorzuge Gewaltro über Logok und über Sumpex. Aber ich glaube, die meisten mögen Reptane viel lieber als Gewaltro, einfach wegen Pokémon Mystery Dungeon, Team Dunkelheit, Team Himmel und Zeit, glaube ich. Auf jeden Fall dank den Pokémon Mystery Dungeon Teil. Da war ja Reptane der Gute. Und ich denke daher, ich will jetzt nicht spoilern, was es in PMD geht, aber ja, ich glaube dadurch lieben die meisten Reptin oder ist das ihr Lieblingsstarter aus der Höhenregion oder wenigstens vom Typ Pflanze, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die meisten Sumpex am ersten bevorzugen von den Starter-Pokémon. Ja, ich habe so das Gefühl, denke ich schon. Voltenso. Okay, kein Problem. Ja, gut. Dann zum Beispiel in der Höhenregion gibt es ja auch noch andere coole Pokémons. In Anführungszeichen coole Pokémons. Das meine ich jetzt sarkastisch, denn ich will jetzt die Songs aufziehen, in Anführungszeichen, nämlich solche wie Gyarados, Magnain. Diese beiden Pokémon sind Pokémon, die man eigentlich schon öfters vergisst, aber die okay sind. Gyarados hat im Strategiespiel die Nische, aber Magnain nicht. Und man muss sagen, wenn mir Zigzags einfällt, was fällt euch das am ersten ein? Ja, VM-Sklave. Zigzags kann fast alle VMs werden. Sei es Zertrümmerer, Zerschneider, Stärke, Surfer. Die vier VM-Attacken kannst du Zigzags geben und dann hast du schon einen sehr guten VM-Sklaven. So mache ich es immer, wenn ich die Höhenregion so privat spiele und dann habe ich meistens Zigzags als VM-Sklaven und es hat ja auch noch die gute Fähigkeit Mitnahme. Da bekommt man auch ein paar Mal Items. Supertränke am Anfang sind auch wirklich sehr gut. Also, ja, Zigzags ist ein wirklich sehr guter VM-Sklave und mir fällt es erst ein, wenn ich Zigzags sehe, dass es ein VM-Sklave ist. So bei mir zum Beispiel. Dann Wumpel. So ein Pokémon, das für die dritte Generation auch noch irgendwie steht, aber nicht wirklich sehr gut ist. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Wumpel, Purox, Papinella, Shalokum, Panikon nicht mögen. Ich sehe ja das eher neutral, aber sind wir mal ehrlich. Pokémon, die für die dritte Generation stehen, sind auf jeden Fall Wumpel und die Evolutionsgruppen, denn ja, sie stehen einfach für die Höhenregion. So sehe ich das, also die Starter, Wumpel und die Legis. Und vielleicht noch Metagross. Die Pokémon stehen für mich für die Höhenregion. Und Brutalanda noch, aber das sind die einzigen Pokémon, die wirklich für mich für die Höhenregion stehen. Die ich sehe, das sind die wichtigsten Pokémon der Höhenregion. Die Zonks und die Semi-Legis und die Legis natürlich. Und die Starter. Die Starter muss man zu jeder Generation zählen. Zu der jeweiligen Generation. Natürlich. Und dieser Kampf dauert länger als schon gedacht. Also werde ich diesen Kampf jetzt speeden. Obwohl dieser Kampf nicht mehr lange gedauert hat. So ein neues Item. Ewiges Eis. Haben wir ein Pokémon mit einem Eisattack? Ich denke nicht. Schade. Weil ewiges Eis könnten wir später Seeyong geben, wenn wir es ins Team aufnehmen. Und ich frage mich noch, wie viele Trainer es hier noch gibt. Tentoxa. Okay, wir wechseln raus auf Jordan. Das werde ich jetzt auch speeden. Ein One-Shot, ein safe One-Shot. So. Okay, Jordan kommt jetzt nach vorne und das sind alle Pokémon auf Level 30. Oder ist Girafarig noch nicht auf Level 30? Doch. Und habt ihr gewusst, buchstabiert mal Girafarig zurück oder denkt ihr es euch rückbuchstabiert? Es gibt auch Girafarig
PogChamp. Ein Funfact, den sicher jeder schon gewusst hat, aber den ich noch einmal aufziehen wollte. Route 109. Hier haben wir schon ein Pokémon gefangen, das weiß ich. Und deshalb ist es egal. Wir haben hier ein Pokémon geangelt, das weiß ich, aber ich denke, dieses Pokémon war Planas, wenn ich mich richtig erinnere. Es kann auch ein anderes Pokémon sein, aber wir haben, denke ich, schon dieses Pflanzen-Pokémon aus dem Wasser geangelt. Warum ist Jordan nicht vorne? Ich habe Jordan nach vorne gesetzt, oder war es nicht so? Ach egal, dann kämpfen wir halt mit Angel und Serena. Ich muss vom Speed-Button weg. Es ist so verlockend, den Speed-Button einfach zu drücken. So, Stärke. Und Leute, bevor ich es vergesse, schreibt in die Kommentare, welche Pokémon für euch die dritte Generation ausmachen. Was für euch die Pokémon aus der was für euch die wichtigsten Pokémon aus der dritten Generation sind. Würde mich wirklich interessieren. Ja, so. Tentox und Panzeron. Ach, ich würde am liebsten jetzt speeden. Aber nein, vom Speed-Button weg. Wir könnten Glutexus einsetzen. Wir haben Glutexus in diesem Let's Play noch nicht gesehen. Und ja, wir könnten es gleich benutzen. Und es kann auch noch Flammenwurf, Angel, Stärke und Serena. Wechseln wir raus zu Nolan. So. Ach, ich liebe Glutexo. Und es erlernt so früh auch noch Flammenwurf. Gegensatz zu Igelava. Muss man auch sagen. Igelava kann auf Level 30 immer noch Glut. Wow. Wow. Ah. Wie gesagt, ich denke, das nächste Pokémon, was wir austauschen werden, wird Igelava sein, aber jetzt noch nicht. Wir haben auf der Box nichts Spezielles, was wir wirklich statt Igelava reintun können, aber vor den 6 Uhr können wir noch, wie gesagt, ein paar Pokémon fangen und da wird es vielleicht irgendein Pokémon geben, was wir ins Team hinzufügen können. Ich finde ja auch Glurak viel cooler als Tanubt und die Entwicklungen, die Vorentwicklungen auch viel cooler als die Vorentwicklungen von Tanubt. Ich mag Feuerriegel viel lieber als Igelava und Tanubt einfach wegen dem Anime. Ach, Feuerriegel war im Anime schon cool, muss ich sagen. Aber Glurak viel cooler natürlich. So, Pokepuppe, wow, wir können jetzt flüchten, wow. Und wir werden es sogar in diesem Part noch schaffen, alle Tränen auf dieser Route zu besiegen. Ein kleines Kind. Ohne Schwimmreifen kann ich nicht schwimmen, aber im Kampf siege ich. Aha. Ohne Schwimmreifen kann ich nicht schwimmen. Wie alt sind die Planscher, in Anführungszeichen? Wie alt sind die Planscher? 7, 8 Jahre? Und wir sind... Wie alt sind wir in diesem Spiel? Ach, keine Ahnung. So. Welsen müssen wir jetzt noch vorne setzen? Es ist doch auf Level 29. So, und Nolan kommt an die zweite Stelle, wenn wir vielleicht einen Doppelkampf haben. Und dann sollen wir vielleicht Glutexu auch mal in Aktion sehen, obwohl wir gegen Wassertrainer natürlich kämpfen, muss man auch sagen. Aber das war die letzte, das sind die letzten Wassertrainer eine Zeit lang und dann heißt es wieder sehr viele Wassertrainer, muss man schon sagen. Aber hey, egal. Okay, ich hasse Meryl. Habt ihr das schon gewusst? Ich mag Meryl nicht. Ich mag nur Azumarill. Bekommen wir was von ihr? Warum bekommen wir von dieser alten Dame nichts? Oder von der Mutter, besser gesagt. Denn wir haben ja die zwei Mädchen verprügelt und wir bekommen gar kein Geschenk. Warum? Pummelluft, wow. Flashbacks beim ersten Orden. Wie unser Knotenluftstab. Haben wir schon... Bitte.
Bit. Ach, Lombrero. Ach, Pudox und Papinelle. Ach, da ist Lutexo sehr gut aufgestellt. Stärke und Flammenwurf auf Papinella. Ja. Also, ich bin zufrieden und wir könnten auch noch die... Wir könnten in diesem Paar sogar noch einen Encounter holen, denn mir fällt gerade auf, wir können nach Neu-Malfenfroh. Ihr wisst schon, wo der Generator zu viel Strom aufnimmt, zu heiß wird und so. Bittet uns weiter, dass wir nach dem Neu-Malfenfroh gehen und ihn ausschalten. War es nicht so? Auf jeden Fall können wir hier ein neues Pokémon fangen und es gibt auch eine neue TM und Static Encounter. Darüber freue ich mich schon, denn wie gesagt, Static Encounter sind gratis Encounter, die ich mir gerne fange. Ein Pokémon ist vergiftet. Lava Keks. Welches ist Jordans vergiftet? Okay. Pummelhof, bitte geh einfach nur weg, du störst. So, die nächste Trainerin, gegen die wir kämpfen, die heißt Alice. Alice, also das ist der normale Name. Also im deutschen Bereich sieht man den Namen Alice nicht, aber im englischen Raum sieht man den Namen Alice schon öfters. Also ein normaler Name könnte man schon sagen, aber welche komischen Namen haben wir in diesem Let's Play schon gesehen? Wirklich sehr viele komische Namen. Generell im Pokémon-Universum geben es irgendwelche random Trainer, irgendwelche random Namen. So glaube ich es zumindest. Aber diese Namen müssen schon existieren, denke ich, oder? So, haben wir Alice besiegt? Nein, sie hat doch ein schönes Goldini, yay! Okay, ich muss mit dem Speeden aufhören. So, der nächste Schwimmer. Oder ist das ein Schwimmer? Ich denke schon, oder? Auf jeden Fall. Lass mich raten. Tentacher und Goldini. So, das erste ist Tentacher. Und das nächste ist Kanivania. Ja, Kanivania. Dieses Pokémon hat unser Pichu gekillt. Feels bad, man. Aber welcher recht? Pichu wurde schon wieder 10, 15 Parts. Die Geschichte vorüber war. Egal. Auf jeden Fall. So. Ich hasse Pummelhof. So wird der Part heißen. Ach, Pummelhof, bitte nerv mich nicht. Und können wir hier nicht TMs kaufen? Schlägt mit Schere zu. Volltrefferschance. Die Wirkung dieser Attacke hängt vom Benutzer ab. Dann Kraftreserve. Grabhammer! Auf jeden Fall. Grabhammer ist eine geile Attacke. Wer kann Grabhammer? Normalerweise könnte man hier nur Geheimpower kaufen. So. Wer kann Grabhammer? Welcher kann somit eine gute Wasserattacke und so? Okay, dann kaufen wir nochmal 4-5-mal Grabhammer. Und wer kann noch Grabhammer? So, Girafari kann nicht surfen, also erlernen wir es ihm. Statt Erstauner und Angel können wir diese Attacke, obwohl es nichts bringt, auch noch beibringen. Statt Horta, in dieser Generation steigt Horta noch nicht die Verteidigung, die spezielle Verteidigung, was ich schade finde. Aber nun gut. So, dann gehen wir jetzt ins Pokémon Center. Heilen unsere Pokémon und dann war's das auch schon wieder für diesen Part. Also Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.